sollst die Schönste sein. Tausend Rosen blühen für dich allein. Manina, ich finde das zum Kotzen. Du sollst die Schönste sein. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wer das war, weil dazu müsste ich jetzt vom Mikrofon weggehen, hinten an den Plattenspieler. Der steht 5 Meter weit weg und dann wäre im Moment wieder nichts zu hören. Dann würden wieder alle sagen, es ist ein Loch und der Kerl beherrscht sein Handwerk nicht. Ach, da hat mir eine ganz freundliche Kollegin von der Technik mit kurz geschnittenen Haaren und einem wunderbaren himmelblau türkisfarbenen T-Shirt soeben die Plattenhülle erreicht. Also das war ja angeblich Wrecked Demont, heißt der hier auf der Platte. Aber da man davon ausgehen kann, dass die im Osten 1963 nicht übermäßig viele Wrecked Demonts verfügt haben, kann man schon sich denken, dass ja möglicherweise eher so aus dem Gebiet irgendwo in der Lausitz stammte. Das Orchester heißt doch Jans Brav und Bieder Siegfried May und die Musik ist auch von Siegfried May. Also das war jetzt nochmal Wrecked Demont. Ich weiß nicht, wie man in der Lausitz Demont ausspricht. Man könnte natürlich hinten so Ensemble si Demont machen oder man könnte auch Demont sagen oder irgendwas. Aber da wird es auch kaum Leute geben, die mich da verbessern können. Lausitzer Wrecked Demont. So, der war das jetzt jedenfalls und jetzt hatte ich irgendwie Zeit, mir was zu überlegen. Und jetzt ich habe ja versprochen, dass ich was sage und jetzt sehe ich mich in der Situation gezwungen zu sein, was zu sagen, weil ich es eben versprochen habe und weil ich in der Tat so eine ehrliche Haut bin. Also, denn ich habe mir nämlich überlegt, die war jetzt eine ganze Weile nicht hier und wenn man da jetzt überhaupt gar nichts sagt und so tut, als ob nichts gewesen ist, dann werde ich ziemlich eitel. Andererseits, wenn man jetzt voraussetzt, dass alle Leute wissen, was Sprechfunk ist und wie das funktioniert und so, dann werde ich natürlich auch ziemlich eitel. Wenn man jetzt aber unterstellt, dass Leute, die nicht wissen, was das ist und man jetzt nach dem Vierteljahr nochmal hoch und wäre auch wieder relativ eitel, insofern sind alle Alternativen sind mir verbaut. Es folgt jetzt so eine Art Eitelkeit kompakt. Ich werde nochmal sagen, Sprechfunk, das ist genau die Sendung, wo man dann hier immer so anrufen kann und dann kann man sich drüber unterhalten, ne? Und worüber, das werde ich jetzt auch im Folgenden zu sagen haben. Also ich werde jetzt versuchen, in dieser Eitleitung die Eitleitung zu verbinden mit dem, was ich jetzt an, ich möchte sagen, Intentionen, an Absicht verfolge, um auf den Punkt zu kommen, auf den zu kommen, ich mir vorgenommen habe, von dem ich jetzt im Moment gerade nicht ganz sicher bin, wie ich da irgendwie hinkomme. Sprechfunk habe ich jetzt, glaube ich, erklärt, dass ich ein Vierteljahr ungefähr nicht da war, habe ich schon auch gesagt, ich habe es jetzt, glaube ich, 3-4 Mal gesagt, wenn das nicht eitel ist. Dass Sommer war, ist, glaube ich, auch relativ klar, dass es zum ordentlichen Sommer, zum ordentlichen Ende eines Sommers gehört. Schönste Ferienerlebnisse abzufragen, ist auch so klar, dass es natürlich eigentlich im Sprechfunk tatsächlich nicht passieren darf, wenngleich es ja doch der Tendenz her irgendwie auch doch eine konservative Sendung ist, die versucht, so eine Art Tradition nun wieder nicht fallen zu lassen. Also eigentlich muss ja dann doch über ein schönstes Ferienerlebnis gesprochen werden. Und wenn irgendwas nicht sein soll und doch sein soll, dann ist die Alternative, die Möglichkeit, dem auszuweichen oder das irgendwie geschickt zu verbauen, ist nämlich einfach zu sagen, sich aufs Wie zu konzentrieren. Und genau darum geht es. Heute hat, glaube ich, der Bundestag miteinander geredet und heute ist eine Bild-Zeitung erschienen. Und ich glaube, diese beiden großen B-Institutionen markieren eigentlich das Feld, auf dem sich der Sprechfunk bewegt. Ja, also zwischen großer politischer, historischer, ich möchte sagen welthistorischer Höhe und dem, was die Menschen tatsächlich angeht. Ich werde jetzt nicht erklären, welche der beiden Seiten, durch welche der beiden Institutionen vertreten wird, sondern nur, dass sich eben, wie gesagt, der Sprechfunk genau da in diesem Feld in der Mitte bewegt. Und wir sollten heute versuchen, vielleicht gemeinsam sowohl Sommerausgang, das, was die Menschen bewegt, und politische und historiografische Höhe miteinander zu verbinden. Das heißt, Sommer 94, wenn man in 100 Jahren Geschichtsbücher aufschlagen wird, dann wird der da irgendwie geschildert werden.
Und er wird davon, da kann man relativ sicher sein, wenn man sich, sagen wir, den Verlauf des 20. Jahrhunderts anschaut, es wird sicher nicht stimmen, was da steht. Da werden sich nämlich Historiker und Politiker dran profilieren, was der Sommer 94 war. Und um da jetzt vorzubauen, bevor also der Sommer 94 ein Gegenstand von Historikern wird, sollten wir gemeinsam versuchen, den Sommer 94 als historisches Ereignis zu behandeln. Mir ist es jetzt relativ klar, worum es gehen soll in der Sendung. Ich hoffe, euch ist es auch relativ klar, worum es gehen soll in der Sendung. Wenn ihr das jetzt, wer jetzt nicht verstanden hat, worum es gehen sollte, der könnte vielleicht, ist schon relativ spät, 22.16 Uhr, vielleicht ist auch im Fernsehen noch irgendwas Schönes. Ja, der könnte jetzt vielleicht Radio ausmachen oder sich mal auf ein Gespräch mit der Mutti einlassen oder irgend sowas. Oder eben Fernsehen gucken oder wie es ich, oder umschalten oder irgendwie. Ja. Und die anderen, die es jetzt aber verstanden haben, denen würde ich jetzt noch ein bisschen Gelegenheit geben, sich da was zu überlegen, um dann hier anzurufen in Potsdam, die 74 81 110. Der halbautomatische Anrufbeantworter ist auch da, der schaltet sich nachher zu. Aber wir würden schon vorher anfangen zu telefonieren. Und ich gebe jetzt einfach noch ein Stück Überlegungszeit in so einem Art kulturellen Dreieck auch wieder, wo man jetzt wieder, ich bin so ein Eckpunktmarkierer, wo man, wenn man die Eckpunkte markiert, wo man doch relativ schön, also es gibt leider keine Platten, auf denen Bundestags oder kaum auf denen Bundestagsreden sind. Darum habe ich zurückgegriffen auf eine Platte mit eben meiner Lieblingspolitiker, das ist Leonid Iljitsch Brezhnev, der, jetzt muss ich nochmal irgendwie nachgucken, der irgendwann, ich glaube, ja so um 80 rum in seinem Moskauer Wahlbezirk geredet hat. Jetzt kann man ja gleich wieder aktuellen Bogen kriegen zu den hier Brandenburg, ne? Am Sonntag wird gewählt, ja. Also da kann man sich mal anhören, wie sich Wahlkampf 1980 in Moskau ungefähr abgespielt hat. Deutlich gedämpfter und zurückhaltender und manierlicher, als es hier in Deutschland passiert. Um das Ganze aber jetzt, also damit haben wir dann die historische, weltpolitische Höhe, um das Ganze jetzt aber auch ein bisschen hier zu lokalisieren, da reicht es dann nicht aus, zu unterstellen, dass hier eben auch Wahl ist, traritrara, wird eine Musik drunter gelegt, die, von einer Gruppe, die heißt ORB. Dass so eine Gruppe nicht viel stärker hier gefeatured wird, ist sowieso eine Schweinerei, zumal dann die Platte auch, da passt das alles eins wie die Faust aufs Auge, passt das alles zusammen, zumal die Platte heißt Pommes Fritz, ne? Jetzt haben wir also Brezhnev, die politische Höhe, haben hier unsere wunderbare öffentliche Anstalt Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, nachdem sich die Gruppe benannt hat, und haben dann gleichzeitig noch Fritz erwähnt. Es wäre jetzt nur schön, wenn Brezhnev irgendwie ein bisschen immer Sprechfunk singen könnte, macht er nicht. Ihr habt jetzt, sagen wir mal, so 4-5 Minuten Überlegungszeit und dann wird tatsächlich lostelefoniert, der Sommer 94 als ein historisches Ereignis. Okay, dann hört mir erstmal schön hin, entspannt euch ein bisschen, überlegt, macht euch Notizen, nicht, dass hier wieder so wild drauf losgeredet wird, wie das sonst immer der Fall ist. Das ist nämlich nicht schön. Сердечно рад встрече с вами, жителями столицы, избирателями Бауманского округа, и я бы добавил моими давними знакомыми. Приятно узнать, что к выборам вы пришли с большими достижениями. Многие тысячи тружеников вашего, как и других районов столицы, уже выполнили свои пятилетние планы. Сотни тысяч москвичей оказались завершить их 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. От души желаю вам успеха, друзья. Ленинский юбилей наша страна, все советские республики встречают новым размахом социалистического соревнования, всенародного творческого подъема. И, как всегда, впереди Москва, инициатор многих начинаний. Город-герой, город-друженик, город-творец. Нынешние выборы проходят на рубеже двух десятилетий. Ушли в прошлые 70-е годы. Наступает новое десятилетие. И, наверное, каждый из нас думает,
картины они будут эти дни десятые. Что они принесут с собой? Как сложится судьбы людей, судьбы народов и государств? Конечно, будущее всегда таит в себе неожиданности. Такие повороты событий, которые трудно предугадать. И все-таки мы, коммунисты, верим, и не только верим, мы убеждены, мы знаем, что 80-е годы будут годами новых успехов в коммунистическом строительстве. Они будут годами укрепления и развития мирового социализма, нового продвижения вперед в деле борьбы за обеспечение прочного. Такая уверенность опирается на анализ итогов нашего собственного и мирового развития. На учет ведущих тенденций в экономике, социальных отношениях и политике. Чем характерно с этой точки зрения 70-х годов? Чем научились в Тибете, продолжался устойчивый рост экономического и научно-технического потенциала нашей Родины, возможностей промышленности и сельского хозяйства. Это позволило существенно повысить жизненный уровень народа, что было и остается главной целью всей нашей хозяйственной деятельности. За 70-е годы реальные доходы на душу населения увеличились в 1,5 раза. Выше 108 миллионов человек улучшили свои жилищные условия. А это, товарищи, более 40% населения страны. So, dann können wir, glaube ich, an der Stelle langsam ein bisschen Bede runterziehen. Sowohl den Nassen Brezhnev, um dem es mir besonders leid tut, wie auch um Orb. Die sind auf CD erhältlich, da muss es mir ja nicht leid tun. Außerdem leben die sowieso selber noch. Ne? Und fangen gleich an zu telefonieren. Also ich meine, es kommen um halb kommen die Nachrichten, aber wir haben noch ein paar Minuten, haben wir schon Zeit, mal zu eruieren, wie denn jetzt beim Hörer das Thema, die Herausforderung ankommt. Ich bin da relativ gespannt und ziemlich, ach, geht doch, krieg mal einer an, unsicher. Tag, wer bist denn du? Hallo? Meine Lieben, ey, macht mich hier nicht fertig, sagt mal. Außerdem wollte ich ja hier noch 1000 Effekte zuschalten. Jetzt schmeiße ich hier erstmal den nicht antwortenden jungen Menschen raus, in der Hoffnung, dass hier alles seine Ordnung hat. Hallo? Ja, hier ist Irmit. Irmit, dann bleib bleibst du mal in der Leitung? Wieso? Naja, weil jetzt, na wieso solltest du nicht in der Leitung bleiben? Du hast ja sicher die Absicht, jetzt mit mir zu telefonieren. Ja, klar. Ja, da wäre doch ausgesprochen blöde auf eine Frage, wie bleibst du in der Leitung mit Nein zu antworten? Ja. Ja, das stimmt. Und okay. du wirst zugeben müssen, Irmit, auch die Antwort, ja, wieso, ist nicht besonders intelligent. Ja. Ja, ja, das Ja war jetzt sehr direkt, also insofern hast du mich wieder versöhnt. Ich habe jetzt nämlich hier, weil das soll ja eine gewisse historische Höhe bekommen, unser heutiger Telefonat, ja, habe mich entschlossen, noch so eine Art Bundestagsraumeffektgenerator dazu schalten. Da gibt's ja so lauter so Sampler und Effektmaschinen und den Effekt heißt Bundestag. Und jetzt kommt er. Ah, hörst du mich? Ja, hör doch, wo bist du denn jetzt? Im Bundestag. Ja. Total geil. Ja, ist aber ziemlich leer. Echt? Ja. Rechts, die Schwarzen sind zur Hitparade der Volksmusik und die links, die anderen, die Roten sind auch woanders. Wo denn? Bei bolschewistischen Kuhkapelle? Ja, nee, glaube ich wahrscheinlich nicht. Die kann man nachher noch hören. Echt? Ich weiß jetzt nicht genau, wo die. Wahrscheinlich müssen die mit nassen Sharpie den Rücken stärken. Ah ja, ist wichtig. Ja, und die Mundwinkel hochziehen. Ja, der gut. Macht ja doch immer ein bisschen verbissenen im Fernsehen. Ja, der kommt nicht gut an. Ja, der sollte mehr Döner fressen.
Möglicherweise sollte er mehr Döner essen. Ja. Wobei das einen nicht gerade die Mundwinkel in die Höhe treibt, oder? Ja, hast du eine Ahnung, du. Ja? Da hast du total, ja, da kannst du voll mit guter Laune und so durchs Leben gehen. So, Irmit, wir müssen jetzt aber ein bisschen von dieser von diesem alltäglichen Gequatsche wegkommen und müssen schon versuchen, eine gewisse bundesalltägliche Höhe zu, also eine bundesalltägliche Höhe zu halten. Wollte ich. Ja? Wenngleich der Plenarsaal relativ leer ist. Ja, ich wollte nämlich, hast du gesehen, die Weltmeisterschaft? Na, das ist doch gut. Klar, das war natürlich eins der wesentlichen Ereignisse. Ja klar, die Dönerfress-Weltmeisterschaft. Die Dönerfress-Weltmeisterschaft. Ja klar, hast du gesehen. Da warst du auch. Da warst du auch. Ja, ja. Ja? Wie stehen denn da jetzt so die Rekorde? Also da hat einer gegessen, jeder hatte 10 Minuten. Ja? 10 Minuten, so viel Döner essen wie geht. Und, wie viel schafft man da so? Also ich habe geschafft 16,5. War nicht mein Bestes, aber war schon ganz gut. Ja, da war dann, also ich war auf drittes Platz. Ja. Da war ein anderer, ja, der hatte geschafft ungefähr, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 18 oder 19. Ja. Also der war ziemlich gut. Ja. Ich glaube, der war auch getauft oder so. Und ja, ihr habt da so Länder, also so Ländertrikots und so? Ja, ja, das waren, also vor allem die aus meinem Heimatland, ne, die Türken, die haben ganz gut abgeschnitten und so. Ja? Die waren total, also, ja, ja, die sind, weil die haben ja schon Übung, ne? Die kennen das ja irgendwie schon. Ja, 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 ist klar. Ja, also du meinst, dass das entscheidende Ereignis des Sommers 94 war? Die Dönermeister, wo haben die stattgefunden? Ich weiß nicht mehr, ich glaube, in irgendeiner Halle. War das vielleicht auch der Bundestag? Das mag auch der Bundestag gewesen sein. Kann sein. Unmöglich. Gut, okay, Ahmed, danke dir für deinen Anruf. Ich habe ja gesagt, gleich kommen die Nachrichten. Das erste Telefonat kann nur relativ kurz sein. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt kommt nämlich noch eine Musik, die natürlich auch auf eins der wesentlichen Ereignisse Bezug nimmt, die jetzt in diesen Tagen stattfinden. Es ist nicht der Abzug der Russen, sondern ist eher gewidmet, ist ein alter GI-Song, ist ab dem Abzug der Amis gewidmet und der Musik von FSK nachzugehen. Atmen einige deutsche Fräuleins auf und andere sind eher traurig, Fräulein.
22.30 Uhr. Fritz-Info. Gekippt. Am Einspruch des Vatikans ist am Abend ein Kompromiss in der Abtreibungsdebatte der Weltbevölkerungskonferenz gescheitert. Selbst die islamischen Länder hatten eine neue Formel zur Lösung des Problems gutgeheißen. Darin heißt es, Abtreibung sollte in keinem Fall als Methode der Familienplanung propagiert werden. Absage. Der Papst wird am Donnerstag nicht nach Sarajevo reisen. Er habe die erforderlichen Sicherheitsgarantien insbesondere für die Bevölkerung nicht erhalten, teilte der Vatikan mit. Premiere. Der irische Premier Reynolds traf heute erstmals mit Sinn Féin-Führer Adams zusammen. Sie kamen überein, dass die politischen Probleme Nordirlands nur mit demokratischen Mitteln gelöst werden sollen. Kooperation. Die Außenminister der EU und von 11 Staaten Südafrikas unterzeichneten die Berliner Erklärung. Sie sieht ab sofort eine enge Kooperation auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet vor. Weltmeisterin. Franziska van Almsied siegte bei der Schwimm-WM in Rom mit Weltrekordzeit über 200 Meter Freistil. Die deutsche 4x200 Meter Freistil-Staffel der Männer sicherte sich die Bronzemedaille. Wetter. Nacht und morgen Vormittag Regen, Tiefstemperaturen in der Nacht um 11 Grad. Verkehr. Sehen keine aktuellen Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt. Das war das Fritz-Info aus dem Bundestag. Und jetzt gibt es hier mehrere Knöpfe. Das ist der richtige. Und im Übrigen wisst ihr, Fritz präsentiert gemeinsam mit Adidas den Streetball. Passiert, wenn man nicht alles nicht selber nicht macht. Ne? Dann passiert nämlich lauter Mist. Ja, wenn ich hier stehe und die Sache selber in die Hand nehme, dann flutscht so eine Sendung, dann gibt's keine Löcher, dann werden die richtigen Regler gezogen, alles Paletti. Ne? Das war jetzt nochmal FSK. Aber zweimal FSK ist zu viel, zumal das, glaube ich, auch wieder so eine Fräulein-Wundernummer hier ist. Eigentlich sollte jetzt David Tronzo-Trio kommen und es sollte deswegen kommen, weil ich mich irgendwie an den wunderbaren Serien, ebenfalls wie Leonid Iljitsch Brezhnev, bereits verstorbenen, aber andererseits als schon deutlich früher und auch an deutlich anderen Symptomen gestorbenen Jimi Hendrix erinnert, David Tronzo-Trio. Ah, das ist so tolle Musik. Fragen immer irgendwelche Idioten. Guck mal, meinst du deine Musik ernst? Ja, ich meine meine Musik ernst. Die hier auch. Bei der sind ja noch relativ leicht zu vermuten. Thank you.
muss ich ja doch lachen. Ich sage nicht, warum ich lachen muss. Ich sage lieber, dass mein Ethos darin besteht, Musiken bis zur letzten Sekunde auszuspielen. Was mir jetzt an der Stelle wieder gelungen ist. Ich muss hier nochmal den Bundestagseffekt zuladen. So, jetzt können wir langsam weiter telefonieren. Ich sage mal die Telefonnummer 74 81 110 in Potsdam. Und weil ich es bis heute noch nicht, heute überhaupt noch nicht gesagt habe, sage ich nochmal die Vorwahl von Potsdam 0331, ne? So, jetzt geht's los. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hier ist der Harald aus Johannes. Tag, Harald. Ja. Ich habe mich aber nun gerade erst so reingeschaltet in die Sendung. Ich weiß noch nicht ganz genau, um was das hier fällt, hier bei euch jetzt. Kinder, Harald, ich rede jetzt mal in deine Richtung, werde aber immer ihr sagen, ja? Um ja, das ein bisschen von vornherein. Leute hier. Von vornherein, ach, schön. Ja, von vornherein zu verallgemeinern. Wir sind hier ein großes Kollektiv hier heute. Ach so, na, dann kannst du dich angesprochen fühlen. Dein Kollektiv kann sich angesprochen fühlen, aber auch noch ein anderer Teil der Hörer. Ja. Ja? Man darf mit so einer Sendung nicht so nachlässig umgehen, dass man sich irgendwann einschaltet und vielleicht sogar irgendwann, was noch viel grauslicher wäre, irgendwann ausschaltet. Vielleicht auch mit so einem blöden Ausreden, wie dass man morgen früh um 5 Uhr wieder raus muss. Das zählt an der Stelle nicht. Es geht ja letztendlich tatsächlich um den geistigen Zustand unserer Nation in so einer Sendung, ja? Das muss, also dem muss dann auch auf Hörerseite mit einer gewissen Verantwortung entgegengekommen werden. Da sind wir ja voll deiner Meinung. Ja, und insofern fängt die Sendung Punkt irgendwie. Ja, ich bin ja freiberuflich sozusagen. Also ach, na, die können ja sowieso mal ausschlafen. Ohne Arbeit sozusagen. Ja. Denn ich bin Taxifahrer sozusagen. Was unterscheidet denn sozusagen Taxifahrer von einem richtigen? Ja, weil ich meinen Wecker weggeschmissen habe und ich stehe auf, wenn ich ausgeschlafen bin, dann fahre ich, solange bis ich müde bin, dann liege ich im Bett. Ah ja. Wenn ich ausgeschlafen bin, fahre ich weiter. Ja, was für eine Automarke fährst du denn? Trabi darf man ja nicht als Taxi fahren, wusstest du das? Das wusste ich, ja. Ja? Ja, ich wusste, ich finde dich ganz dumm. Nee, das war jetzt. Also ich habe lange Zeiten, wo ich das nicht wusste, ohne mich deswegen irgendwie ganz dumm zu fühlen. Ja, wir sind früher, wisst ihr selber, hier zur Ostzeit mit Trabi Schwarztaxen gefahren, das war ja klar. Ja, das war klar, aber natürlich. Die machst du jetzt mit den großen Daimler, wa? Ach, vielleicht solltest du doch auch auf Trabi umsteigen. Ja, wir versuchen. Ja, ich habe neulich irgendwo in der Zeitung gelesen, dass gerade Frauen drauf abfahren und gerne mal mit dem Trabi-Taxi fahren würden. Ja, auf jeden Fall. Ich fahre sowieso lieber Frauen durch die Gegend. Macht sowieso mehr Spaß. Ja. Und, ja, die stehen auch auf Daimler teilweise aus, die halt auch. Daimler und Trabi. Ja. Jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was jetzt denn? Ja, das war nicht meine Frage, das ist jetzt auf deine Frage, auf die wir zurückkommen, kann das sein? Ja. Ja, eigentlich ja. Nee, aber davon abgesehen jetzt mal, das geht irgendwie um die Landtagswahl, ne? Irgendwas hast du aber erzählt, ich weiß so. Wir sind jetzt gerade jetzt zurückgekommen und haben uns hingesetzt und. Au, das bestätigt meine These ja aufs Deutlichste. Wenn man so eine Sendung nicht konzentriert hört, von Anfang an hört und genau auf das hört, was hier von mir gesagt wird und auch auf die Musiken, die zwischendurch gespielt haben, die ja immer alle eine Bedeutung haben. Ach, ich muss noch London sagen. London, London. So, wenn man da nicht also genau hinhört, wobei London versteht jetzt keiner, also da hätte man dann mal weghören können, aber das hat ja auch nicht lange gedauert. Die Sendung ist jetzt 41 Minuten alt und London dauert vielleicht 2 Sekunden, um das zu sagen. Also so 2 Sekunden kann man sich schon mal ausblicken. Ja, wer nicht von Anfang an zuhört, der bringt da möglicherweise eine durcheinander. Also es geht heute um eine vorweggenommene Geschichtsschreibung für den Sommer 94. Ach so. Liest du manchmal so Geschichtsbücher? Oh, selten. Oder du bist ja auch Ostler. Ja, das hört man doch. Als Johannisthaler kann man ja nicht anders, ja? So ist es. Ich meine, ja. Wir waren hier immer so ziemlich hart an der Grenze gewesen, so. Ja. Da ist schon so im Grunde halbe Westler, ja? Ja, um Gottes Willen wollen wir nicht wählen. Das wäre wohl. Nee, das wollen wir wirklich. Ja, na, ist ja jetzt auch ja. Jedenfalls geht es irgendwie darum, dass man ja das Gefühl hat, dass die Geschichtsschreibung, also die Historiker, wenn man denen die Geschichte überlässt, dass ja da auch Wurst rauskommt. Ja, insofern müssen wir das jetzt heute versuchen, selber in die Hand zu nehmen und den Sommer 94 historiologisch, wenn ich dazu sagen darf, ich weiß nicht, ob so ein Wort wie historiologisch jetzt an der Stelle Sinn macht, selber in die Hand nehmen. Hm. Was denkst du denn, wenn du jetzt ein Historiker einer zukünftigen Generation wärst, wie würdest du denn den Sommer 94 beschreiben? Als wesentliche Ereignisse, du musst dich dabei aber durchaus nicht ausnehmen. Nee, also den Sommer 94 würde ich so beschreiben. Also für mich selber war halt einer der schönsten Sommerste. Oh ja, das ist auch wieder, das ist wieder ein Problem für Sprachwissenschaftler. Ich bin das erste Mal, sind wir gefahren in die Staaten, in die USA. Ins Herz des Imperialismus sind wir gefahren. Oh, mit Taxi, das muss ja teuer geworden sein.
Nee, ohne Taxi, wir sind so echt in die Flogen, Alter. Ja. Ich war wieder erwarten, war das sehr, sehr schön gewesen, ja. Wieder erwarten. Wieso wieder erwarten? Ja, weil wir wirklich vorher etwas Bammel hatten und ein bisschen Angst und eigentlich. Ach, dass sie euch da so Florida-mäßig? Wir vorher hatten und das war, die 4 Wochen war wirklich super gewesen und das ja. war das Feinste und das Schönste und irre. War echt irre. Ach, Amerika-Reisen, das interessiert mich ja auch immer. Ja. Was heißt denn wir? Wer ist denn alle gefahren? Wie viele Leute wart ihr denn? Ja, da war ich gewesen. Ja. Ich persönlich, meine Freundin, meine du? Kinder. Wenn ich mal mitzählen darf, du persönlich, deine Freundin, wie ja. viele Kinder? Meine 2 Kinder und meine Mutti. 2 Kinder und Mutti? Meine Mutti, ja. 6 Leute. Ja, wir sind 6 Leute, wir waren 1, warte mal. Wie viele waren wir? 5. Du persönlich, deine Frau, 2 Kinder und Mutti. Ja, ja. Sind 6. Ja, ja. Ja, meine ja. Frau hat das alles früher lassen, das war auch sehr nett gewesen von ihr, ja. Ach, und dann seid ihr so mit der Oma mit der Mutti, mit deiner Mutti oder Schwiegermutti? Meine Mutti, meine eigene Mutti. Mit der eigenen Mutti über Highway braust. Ja, war super. Und hast du wenigstens eine Doors-Kassette dabei gehabt? Nee, wir hatten, Tracy Chapman hatten wir bei. Naja. Ich denke ja, wenn man nach Amerika fährt, dann muss man 2 Kassetten dabei haben. Immer Doors und immer Jimi Hendrix. Ja, machen wir nächste Mal. Oder Ginge oder Deep Purple, so irgendwie Highway Child oder Highway Star oder sowas. Ja. Ja? Ja, das Busse kam da im Radio, alle, die noch verbrochen. Die kamen da im Radio. Kann man sich da nicht drauf verlassen, muss man selber spielen können. Ja, aber es war natürlich nicht so ein schönes Radio wie Fritz, das ist klar, ne? Ja, wunderbar, danke schön. Das war natürlich. Wie habt ihr euch denn da fortbewegt mit der Mutti? Na, wir sind so einfach so mit dem Auto gefahren, einfach so lang, wir waren bei Verwandtschaft. Hast du selber ein Auto genommen? Nee, wir hatten umsonst hatten wir es gekriegt. Wir brauchten das nicht zu bezahlen. Wie denn? Na, wir hatten eine nette Bekannte und Freunde und Verwandte und alles so. Und die Amerikaner sind ja nicht so dämlich wie die Deutschen. Die geben gerne und sind gastfreundlich und freundlich zu jedem Ausländer und alles so. Sind die sehr nett, was man hier bei uns nicht so sieht und nicht hört und so, ja. Also war wirklich ganz toll. Und wo wart ihr überall? Wir waren im Nordwesten und Washington und in Montana und Idaho und Oregon und bis San Francisco runter und dann wieder zurück nach Seattle. Und Seattle. Ja, schlaflos sind wir da gewesen. Gut. Warte, habt ihr den Grab von Jimi Hendrix besucht? Nee, leider nicht, die Zeit hatten wir nicht. Oder irgendwie Kurtchen muss ja da auch irgendwo liegen, ja, oder? Ja, da muss auch irgendwo sein, ne? Ach, das ist alles so traurig, Seattle, da könnt ihr gleich heulen. Ja, wir haben geheult, wo wir wieder angekommen sind hier. Ja, das glaube ich gerne. Ja. Gut, Harald, danke dir für deinen Anruf, ja? Schön. Tschüss, grüß die Mutti und die Kinder und die Frau. Wer ist denn da noch alle bei dir da? Na, jetzt Adam ist noch hier, dann ist noch Daniela und Angela und Ecke. Ach, Adam und Daniela und Angela und du, ja klar. Ganz kurz mal, kann ich mal eben grüßen und alle Berliner Taxifahrer loswerden und dann freue ich mich. Ja, bei Grüßen darf man ja vorher immer nicht fragen, die muss man geschickt ins Gespräch einflechten, weil bei Grüßen selbst sage ich eigentlich immer nee. Ja. Darfst also nicht grüßen. Alle Taxifahrer. Und wen wolltest du noch nicht grüßen? Nee, nur die Taxifahrer. Nur die Taxifahrer. Ja, dann grüßen wir alle Taxifahrer. Dann bin ich wieder auf dem Damm und dann jetzt los. Ja. Gut. Okay, prima. Tschüss. Gut, hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, Kuttner, hier ist Tina. Tag, Tina. Ja. Na? Na? Wie würdest du denn den Sommer 94 definitiv als Historikerin beschreiben? Naja, nicht so besonders. Sag mal, brüllig irgendwie? Nö. Nee, irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich brülle, aber das mag an diesem Bundestagseffektgerät hier liegen. Das ist möglich. Ja. Hört sich das dann wenigstens schick an, draußen im Lande bei unseren Menschen? Naja, hat sich gestern besser angehört. Aha. Vielen Dank für den Trailer. Ja, prima. Nee, war nicht so besonders, weil es sind ein paar Leute gestorben und das war nicht so ganz auf die Kohle. Eieiei, wichtige Leute? Kumpels. Ja, Kumpel, da kann man ja sagen, das sind wichtige Leute, kann man ja sagen. Würde ich sagen. Ja. Und woran?